Das größte Atomkraftwerk der Welt hat man schlauerweise in Japan auf einen Erdbebenherd gebaut. Das konnte aber auch wirklich keiner wissen. Die Gutachten dazu wurden nämlich gekonnt ignoriert. Was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Eigentlich könnte das Ding 8,3 Millionen Japaner mit Strom versorgen. Aber seit dem Atomunglück in Fukushima 2011 ist auch dieses Atomkraftwerk in Kashiwazaki abgeschaltet. Und obwohl es schon mal von einem Erdbeben beschädigt wurde und der Betreiber TEPCO offensichtlich Gutachten fälscht, soll es trotzdem diesen Sommer wieder in Betrieb gehen. Und by the way, 2 der 7 Reaktoren sind von Hitachi. Die Macher des Magic Wands machen auch nukleare Reaktoren. Was auch sonst?